Liebe Mitglieder, unser Vaterland ist in akuter Gefahr durch zwei große Fehlentwicklungen. Einmal dramatisch falsche politische Weichenstellungen. Wir wissen es alle, die Ampel zerstört in Rekordtempo die deutsche Wirtschaft durch grüne Träumereien, Deindustrialisierung des Landes. Wir bekommen einen Absturz in die Rezession, Wohlstandsverlust für uns alle. Das Ganze befeuert durch eine falsche Energiepolitik. Oder nehmen wir die verheerende Migrationspolitik, angelegt auf maximalen Ausländerimport, unbekümmert um die zahllosen Probleme, die das hier im Land verursacht. Da werden etwa Aufenthaltsunberechtigte mal eben einfach im Land gelassen und das wird dann Chancenaufenthalt genannt. Wenn mal abgeschoben wird, dann zwei Tage vor einer Wahl, wie bei Sachsen und Thüringen, und auch nur 28 Personen von Hunderttausenden. Dann erhalten komplett Unintegrierte die Staatsbürgerschaft per Turbo-Einbürgerung nach schon bis zu 3 Jahren und damit das Wahlrecht in Deutschland. In wenigen Jahren wird durch diese Politik der Kipppunkt überschritten, wo die linksgrünen Deutschlandfeinde zusammen mit rasch eingebürgerten Syrern und Afghanen der angestammten deutschen Bevölkerung ihr Land unter den Füßen wegziehen sollen. Lassen wir das nicht zu, meine Damen und Herren. Stellen wir uns dieser Veruntreuung unseres Vaterlands entgegen. Die zweite große Gefahr ist nicht minder dramatisch, denn Kritik an all dem falschen Treiben der Regierung soll durch schrittweise Abschaffung der Meinungsfreiheit unterdrückt werden. Linke Meldeportale sollen unliebsame Statements auf den Netzplattformen markieren. Die Betreiberfirmen werden durch Strafgeldandrohungen zur Löschung gezwungen. Flankiert von einem Hexenjagdklima gegen politische Kritiker aus der Opposition. Wer gegen unsere geliebte Regierung ist, sei gegen die Demokratie. Meine Damen und Herren, in Wahrheit ist die Demokratie in Gefahr, wenn die Regierung die Opposition als Staatsfeinde und Extremisten diffamiert, wenn die Union Brandmauern errichtet, um den in Wahlen ausgedrückten Willen der Bürger zu missachten, wenn die Union lieber Koalitionen völliger politischer Beliebigkeit, ja inhaltlicher Widersprüchlichkeit schmiedet, um den demokratischen Machtwechsel zu verhindern. Diese von der Union betriebene Spaltung der Gesellschaft muss beendet werden. Die Brandmauer muss fallen. Die Mauer muss weg. Solche Versuche von Meinungsunterdrückung durch Verengung des Debattenkorridors sehen wir tagtäglich. Nehmen Sie etwa die Ansprache der Schande von Scholz zum Tag der deutschen Einheit. Ein Drittel der Wähler, hören wir da, würden sich für autoritäre Politik entscheiden und Deutschland Schaden zufügen. Diesen vermeintlichen Falschwählern stellte Scholz die Vernünftigen und Anständigen gegenüber. So der Kanzler am Tag der Einheit. Wer nicht so wählt, wie er möchte, der zähle nicht zu den Anständigen. Pfui Teufel, was für ein Spalter, was für ein Antidemokrat. Oder nehmen Sie die nachträgliche Weißwaschung des vielfachen Grundrechtsbruchs bei den Corona-Maßnahmen. Seit den RKI-Files ist klar, was zum Schein als wissenschaftlich gedeckt ausgegeben wurde, war in Wahrheit politisch befohlen. Wo Präsident Steinmeier jedem Helfeshelfer, der das Regierungsnarrativ mittrug, nachträglich das Bundesverdienstkreuz verleiht. Das ist Aufklärung, Aufarbeitung schon nach quasi totalitärer Art. Und nicht besser, sein Vorgänger Gauck, der mal eben ein Parteiverbot unter die Leute bringt, weil ihm sein Bauchgefühl das sage. Wir, was sind das alles für zutiefst antidemokratische Äußerungen? Ich möchte wieder politisches Führungspersonal mit demokratischem Anstand. Sorgen wir bei der nächsten Bundestagswahl dafür. Es ist Zeit, meine Damen und Herren. Wir müssen also nicht nur die Parteibrandmauern niederreißen, sondern fast noch wichtiger, gegen Kriminalisierung von oppositioneller Meinung vorgehen, gegen Ausgrenzung. Holen wir freie Rede raus aus dem Brandmauerknast, raus aus dem Zensurgefängnis. Wir wählen die Freiheit, meine Damen und Herren. Wer aber, wie die Union, solche Antidemokraten von der SPD und die Deutschlandhasser und Wirtschaftszerstörer von den Grünen als Partei der politischen Mitte bezeichnet und für künftige Koalitionspartner hält, der leidet wohl an akuter politischer Orientierungslosigkeit oder einem politischen Schwindeltrauma.
Der betrügt die Wähler jede Stunde, wo er AfD-Forderungen kopiert. Der heuchelt nur politischen Änderungswillen, wenn er vorgibt, die Ampel zu bekämpfen, sich aber gleichzeitig für Koalitionsgespräche mit den Grünen ausspricht, wie die Landesverbände der CDU, mit den Grünen, den Wirtschaftszerstörern, Partner für die CDU, den Deutschlandhassern, Partner für die CDU, den Woken-Gender-Ideologen, Partner für die CDU. Die Grünen wollen mit der Bundesnetzagentur durch Meldestellungen die Meinungsfreiheit hierzulande wegzensieren. Digitale Blockwarte aus ihren linken Vereinen sollen den Deutschen den Mund verbieten. Die Innenministerin Faeser und Paus, die verkaufen das in ihrem Maßnahmenpaket als Kampf gegen Rechtsextremismus. Wer, wie die Union, aus purem Machtzynismus und um einen politischen Mitbewerber zu diffamieren, mit solchen Demokratievernichtern koalieren will, der muss sich fragen, ob er nicht selbst zum Feind wird der Demokratie und unseres Volkes. Zeigen wir dem Land, wer diese Union wirklich ist. Zeigen wir, mit wem allein es wirkliche Veränderungen in diesem Land geben kann. Diese CDU macht die Alternative für Deutschland bei der Wahl alternativlos, meine Damen und Herren. Deshalb zeigen wir den Wählern der Union, dass eine Stimme dort als Stimme für einen politischen Wandel verloren ist. Was sind das für Zusammenrottungen der Union mit allen von ihr bekämpften Parteien, einzig zusammengeführt durch den Willen, die konservative Wende zu verhindern, die Sicherung der Grenzen zu verhindern, die Rettung des Landes. Schauen Sie nach Sachsen, nach Thüringen. Wer CDU wählt, bekommt SPD, Grüne, BSW, Linke. Nur nicht die von uns kopierten Forderungen, wie Zurückweisung an der Grenze. Diese anderen Parteien sind wenigstens ehrlich. Die wollen Deutschland zum Siedlungsgebiet für die dritte Welt machen. Die Union aber hat gar keine Überzeugung außer ihrem Machtzynismus. Deutschland hat Besseres verdient und das bietet den Bürgern die AfD und nur die AfD, meine Damen und Herren. Was haben denn 20 Jahre Regierung von Union und SPD aus diesem Land gemacht, wo jetzt Ausländerfamilien Krankenhausmitarbeiter täglich angreifen? In Leverkusen werden Mitarbeiter mit Schulungen vorbereitet von einem Kampfsportler, wo Frauen nachts nicht mehr über die Straße laufen können, wo unsere Kinder in der Schule gemobbt werden, in den Freibädern bedrängt. Das muss aufhören. Wir werden das beenden. Und es muss aufhören, dass Menschen das Gefühl haben, zu solchen Themen ihre Meinung nicht mehr frei sagen zu können. Die systematische Diffamierung von Opposition muss aufhören. Und deshalb ist die Jugend die Stütze der AfD, wenn wir auf die Prozente schauen. Klar, je weniger langjährig Gehirn gewaschen, desto klarsichtiger. Die Jugend zeigt dem Land die selbstverständliche Akzeptanz unserer Positionen durch unbefangene Bürger. Die Jugend erlebt die Probleme hautnah in den Schulen und ist deshalb ein Frühwarnsystem der Gesellschaft. Zeigen wir diese Haltung dem Land. Mut zu Deutschland, Mut zur AfD. Die nicht von gestern ist die AfD, sie ist von morgen und übermorgen, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Dr. Curio. Wer eine Frage an Herrn Dr. Curio anmelden möchte, kann seinen Ausweis gerne in die Urne werfen. So, und dann losen wir jetzt drei Fragesteller und die Reihenfolge der Fragesteller aus. Die erste Frage stellt Karl Friedrich Weiland. Zweite Frage stellt Thomas Schapalz. Dritte Frage stellt Dr. Ulrike Wabnitz. Herr Weiland, 30 Sekunden. Ja, lieber Gottfried, im Bundestag gibt es einen Witz, aber keinen guten Witz, einen Wanderwitz. Und dieser Wanderwitz, der will uns verbieten, weil die CDU, weil seine Partei und die ganzen Unterstützer keine Antworten auf uns kennen. Wie schätzt du ein, als jemand, der im Innenausschuss sitzt, wie ist die Gefahr, dass der damit durchkommt? Und ja, was können wir machen, um uns dem entgegenzustellen? Ja, in der Tat, dieser Antrag soll in der jetzt kommenden Plenarwoche kommen, wie ich kürzlich erst erfahren habe. Wanderwitz scheint unter einer posttraumatischen Belastungsstörung zu leiden, hat seinen Direktkreis an einen AfD-Kandidaten verloren.
eigentlich muss man mehr zu dem Vorgang gar nicht sagen, wenn man noch weiß, dass so Leute wie Helge Lind mitzeichnen. Aber ja, nein, ich denke, das ist vielleicht sogar gut, denn es wird der Gesellschaft zeigen, die großen Parteien, die Fraktionen, tragen das überhaupt nicht mit in Gänze. Die wollen das gar nicht, die wollen nicht darüber abstimmen. Und ich denke, das ist chancenlos, weil wir selbst in dem amtsmissbräuchlich agierenden Bundesamt für Verfassungsschutz nicht mal als gesichert extremistisch eingestuft sind. Das wird der Gesellschaft, den Bürgern zeigen, dass das Ganze eine Kampagne ist. Wir als AfD sind die Partei der Rechtsstaatlichkeit. Vielen Dank. Herr Happals stellt die zweite Frage. Bitte schön, 30 Sekunden. Herr Dr. Curio, Sie sind in Ihrer Rede sehr stark auf die CDU eingegangen. Die CDU hat die Grenzen geöffnet, wie wir wissen, unter Merkel. Die CDU hat den Atomausstieg forciert. Und Sie wiesen darauf hin, dass die CDU jetzt unsere Aussagen zur Migrationspolitik, zur Sicherheitspolitik kopiert. Das ist ja ganz offenbar, um die Wähler zu täuschen. So, und das ist jetzt mein Punkt. Sie müssen jetzt eine Frage stellen. Wie das in der letzten Berliner Wahl funktioniert hat. Haben Sie eine Strategie dagegen, gegen diese Art der Wählertäuschung, dass es nicht nochmal klappt? Dankeschön und ja. Antwort. Also, in der Tat, es ist richtig, wir erleben, seit die CDU/CSU in der Opposition ist, dass sie alle die Forderungen aus unseren Anträgen, aus den AfD-Anträgen, die sie vorher abgelehnt hat und die sie übrigens auch in der laufenden Legislaturperiode noch ablehnt, abschreibt und wenn CDU draufsteht, dann denen zustimmt. Ich denke, wir müssen den Wählern klar machen und es ist sehr gut, dass die Nachricht im Lande ist, 12 von 15 CDU-Landesverbänden wollen Koalitionsgespräche mit den Grünen. Den Grünen, für die das maximale Gegenteil stehen von dem, was die CDU jetzt vorgibt zu fordern. Etwa umfassende Zurückweisung an der Grenze. Klassischer AfD-Punkt. Wir sollten klar nach draußen stellen, die CDU orientiert sich schlicht aus Machtzynismus zur Kanzlerwahl an Grünen und SPD, die Parteien, die sie jetzt zu bekämpfen vorgibt, die niemals diesen Forderungen zustimmen werden. Wir sind das Original. Umsetzbar ist das nur mit der AfD. Ein Grund mehr, dass die Brandmauer fallen muss. Und die letzte Frage stellt Frau Dr. Wapnitz. Bitte schön, 30 Sekunden. Ja, Herr Dr. Curio, bekommen Sie im Bundestag mit, ob Neuwahlen Thema sind? Und wie würden Sie die Aussichten der AfD beurteilen? Also, in der Tat, wir alle kennen, ich glaube, der Wackelkandidat in der Ampel oder der primäre Wackelkandidat ist, wie wir vielleicht alle wissen, die FDP, die inzwischen unter 4% in Richtung 3% in den Umfragen fällt. Wenn die weitermachen, sind sie raus. Wenn sie überhaupt noch irgendeine Handlungsfähigkeit darstellen wollen, müssen sie das jetzt tun. Sollbruchstelle ist der Haushalt, Lindner ist Finanzminister, nächsten Monat zweite Lesung, dann wissen wir es. Wenn das kommt, haben wir das Signal, die Ampel bricht zusammen. Das wird uns als Opposition befeuern. Wenn es nicht kommen sollte und sich die Misere der Ampel noch 11 oder 12 Monate hinzieht, das ist auch gut, denn dann wird im Land immer deutlicher werden, die Ampel kann es nicht. Wir brauchen die anderen Konzepte, die die AfD hat. Das heißt, das ist in jedem Fall ein Gewinnspiel für die AfD.